Guten Tag, mein Name ist Herminio Eschle. Neben mir steht mein Kollege Daniel Herrmann. Wir beide sind als Vertriebsingenieure im Geschäftsbereich Industrietechnik des Systemhauses Alexander Bürkle tätig. Wir vertreiben die innovative Datenbrillenlösung Augmented Automation, welche wir Ihnen heute genauer vorstellen werden. Dieses Thema setzen wir gemeinsam mit unserem Partner, der Firma Essert, um. Um Ihnen einen einfachen und vor allem schnellen Einstieg in die Industrie 4.0 zu ermöglichen, bieten wir Ihnen mit Augmented Automation eine modular aufgebaute Out-of-the-Box-Lösung an, die sich aus drei Paketbestandteilen zusammensetzt. Zum einen eine Datenbrille Ihrer Wahl, zum Beispiel die Epson BT300, eine Applikation Ihrer Wahl, zum Beispiel die Augmented Support-Applikation und eine Jahreslizenz. Dieses gebündelte Paket ist branchenübergreifend einsatzbereit. Das heißt nicht nur für den Maschinen- und Anlagenbau, sondern auch für andere Branchen wie Medizin und Food and Beverage. Unsere Lösung hilft Ihnen, neue wertschöpfende Service- und Geschäftsmodelle aufzubauen und nicht nur Reisekosten zu reduzieren, sondern auch dementsprechend Ihre Ressourcen effizienter einzusetzen. Ebenfalls kann durch die extrem kurzen Reaktionszeiten die Produktivität nicht nur bei Ihnen, sondern auch beim Kunden erhöht werden und natürlich alles unter dem Aspekt der höchsten Datensicherheit. Gehen wir den Supportfall einmal in der Praxis durch. Ich setze mir die Datenbrille auf und authentifiziere mich mittels QR-Code. Die vorinstallierte Augmented Support-Applikation sorgt dafür, dass mein Anruf im webbasierten Portal ankommt und sich von dort aus ein Experte zuschalten kann, um mir Support zu leisten. Guten Tag, Herr Eschle. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Herr Herrmann. Ich stehe hier direkt am Schaltschrank meiner Anlage und habe einen inaktiven Touchpanel. Können Sie mir da weiterhelfen? Natürlich, Herr Eschle. Haben wir eine Spannung an der Anlage? Ja, auf der Anlage ist Spannung. Okay, dann müssen wir uns um die Spannungsversorgung des Bedienpanels kümmern. Stecken denn die Stecker im Bedienpanel richtig drin? Ja, steckt drin. Nein, nicht das Traue. Moment, ich zeige Ihnen direkt mit dem Live-Mauszeiger, welches Kabel ich meine. Hier rechts das blaue Kabel. Dieses Kabel kümmert sich um die Spannungsversorgung. Ja, das steckt auch drin. Dann schaue ich mal direkt im Schaltplan-Layout. Oberes Drittel des Schaltschranks. In der Mitte befindet sich die Spannungsversorgung des Bedienpanels. Betriebsmittelkennzeichnung 6F1. Ist hier die Sicherung drin? Ja, Schalter ist aktiv. Dann sehe ich hier direkt an der elektrischen Sicherung rechts daneben Betriebsmittelkennzeichnung 6F2. Blinkt der Kanal 4. Bedeutet, er ist inaktiv. Ich nehme mir einen Screenshot und markiere in den Taster, den Sie aktivieren müssen, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Jetzt müssen Sie es sehen. Ich aktiviere Kanal 4. Genau. Ich sehe, der Kanal leuchtet wieder grün und dementsprechend sollte das Bedienpanel wieder funktionieren. Wunderbar. Das Touchpanel ist wieder aktiv. Wie Sie anhand des Praxisbeispiels gesehen haben, bietet der Einsatz der Datenbrille einige Vorteile. Der Experte im Backoffice erhält ein Live-Bild und übernimmt dabei die Eco-Perspektive des Anwenders vor Ort. Der Anwender profitiert von der Mobilität und durch das Arbeiten mit beiden Händen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass unser System Ihnen hilft, einen kosten- und zeiteffizienten Service abzuhandeln und beispielsweise über die audiovisuelle Kommunikation mögliche Sprachbarrieren überwunden werden können. So, das war's mit unserem heutigen Videopodcast. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie vor allem einen guten Einblick in unsere Lösung bekommen haben. Für weitere Informationen schauen Sie in die Videobeschreibung und folgen Sie uns auch weiterhin. Wir bedanken uns fürs Einschalten und bis bald. Vielen Dank.